Ja, hallo Leute. Heute war im Fall ein ganz schönes Schrottwetter hier. Ich blende euch am Ende ein paar Bilder ein noch. Was ich sagen wollte, ich habe gerade das Video von der Model X-Familie über die Zoe gesehen. Mir war ja gar nicht klar, dass es irgendjemanden gibt, der da die Details noch nicht kennt. Also, falls ich da auch noch mal was dazu machen soll, gebt mir Bescheid. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, das interessiert gar niemanden mehr. Das war jetzt übrigens ohne Gimbal gefilmt. Dann wurde ich gebeten, doch mal ein Video dazu zu machen. Das habe ich jetzt eben gerade im Sinn. Und zwar dieses Ding von der chinesischen Firma, ich spare mir das auszusprechen, habe ich bei AliExpress gekauft für irgendwie 88,50 Euro. Da gibt es noch so eine Platte dazu, wo man die GoPro fixieren kann, so dass man statt dem Handy eben die GoPro einbauen kann in das Gimbal und so eine Tragetasche. So sieht das dann aus. Ich mache jetzt mal die GoPro dran. So, die GoPro ist dran. Was ein bisschen mühsam ist, man muss diesen Arm da ein bisschen verlängern, damit sowohl das iPhone wie auch die GoPro im Gleichgewicht sind. Muss man zwar nicht unbedingt machen, aber wenn es einigermaßen ausbalanciert ist, dann braucht das Ding weniger Batterie und die Elektromotoren haben weniger zu tun. Dann schalte ich jetzt mal ein. Ui. Was ist jetzt? Anscheinend kommt es noch darauf an, auf welche Seite dieser Arm gedreht ist. Ich habe es jetzt anscheinend gerade verkehrt gemacht und das Ding ist dann unten hier dagegen geknallt, als es sich aufrichten wollte. Jetzt sollte es richtig sein. Schalte ich mal ein. Na, was ist denn jetzt los? Jetzt geht gar nichts mehr. Tja, jetzt ist bei dem Ding anscheinend der Akku leer, oder ich weiß auch nicht. Ich lade es jetzt mal ein bisschen auf. Ich will euch das ja nicht verheimlichen. Ach ja, während ich da warte, eines noch lustig, oder auch nicht. Ich muss meinen Audi, den alten Verbrenner, zum spanischen TÜV bringen und der braucht einen Service und mit der Rückfahrkamera stimmt auch was nicht. Und dann habe ich da den britischen Car Guy kommen lassen, der sich das letzte Jahr darum gekümmert hat und habe ihn mit meinem Elektroauto überrascht. Nein, ich weiß, ich habe schon letztes Jahr davon gesprochen, aber da hatte ich es halt noch nicht vor einem Jahr. Und ja, er war nicht so begeistert, das habe ich mir ja schon gedacht. Aber er hat dann wirklich jedes Vorurteil ausgegraben, das ich je gehört habe. Ja, dieses Auto, wie es da steht, das sei umweltschädlicher als ein Verbrenner. Und das Lithium, das sei ja ganz böse. Und was war noch? Ja, Wasserstoff, das sei die Zukunft. Ja. Also einfach alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, ich habe ihm dann gesagt, ja, da gibt es Studien, die belegen das Gegenteil. Und er meinte, ja, er habe Studien, die das Gegenteil vom Gegenteil belegen. Und dann habe ich ihm gesagt, und das Lithium, das könnte man noch aus dem Meerwasser extrahieren, währenddem man seinen Wasserstoff macht, der so ineffizient ist. Und ja, er meinte, wir könnten den ganzen Tag diskutieren. Könnten wir wohl auch. Und ich habe gesagt, ja, ich soll mal 5 Jahre abwarten und dann schauen, wie es dann ausschaut. Schauen wir mal. Ich hoffe, er bringt mir mein Auto dann trotzdem noch wieder an einem Stück zurück. Es gibt da übrigens auch noch eine App dazu, wo man sich bei einem chinesischen Hersteller einloggen kann. Ich weiß nicht,
Manche haben damit ein Problem. Dann kann man mit dem Gerät verbinden. Diese App, die geht dann davon aus, dass das Handy, auf der die App läuft, auch auf dem Gimbal ist. Das ist ein bisschen ein Problem jetzt. Also hier kann man noch ein paar Sachen einstellen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich das viel brauchen werde. Das Gimbal läuft jetzt. Es gibt drei Modi. Bei einem folgt es leicht der Drehbewegung mit Verzögerung. Aber dieser Bewegung hier soll es natürlich nie folgen. Ich sehe gerade, die GoPro steht so auf dem Kopf. Naja, eigentlich sollte es in die andere Richtung schauen, natürlich. Moment. Naja, ich muss ehrlich gesagt sagen, so ganz blicke ich nicht durch, wie das funktioniert mit dieser GoPro-Halterung. Wenn man sie als Selfie-Cam einsetzt, dann passt es. Aber wenn die Kamera von einem weg schauen soll, dann bleibt hier ein kleiner Spalt. Ist zwar auch nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Oder ob ich was falsch mache. Naja, gehen wir mal einfach davon aus, dass das so stimmt. Dann gibt es eben drei Modi. So folgt sie links und rechts langsam der Drehung. Hingegen so bleibt sie stabil. Oh, und das war jetzt nicht gut. Ich versuche es jetzt noch einmal. Ich habe jetzt das Handy hier eingesetzt statt der GoPro und das Gimbal auf 60% aufgeladen, damit es nicht gleich wieder runterknallt. Also, es gibt drei Modi. Bei einer folgt es der Drehbewegung langsam. Beim zweiten Modus lockt er alles, dann bleibt das Ding stehen, egal was ich mache. Und beim dritten Modus folgt er in allen Achsen langsam der Bewegung. Und selbst wenn man die Achsen gelockt hat, dann kann man hier mit dem Joystick jederzeit auch das Gerät drehen. Und mit der App, da kann man hier sogar noch zoomen und dann die Aufnahme starten und stoppen, aber das brauche ich eigentlich nicht. Vor allem normalerweise filme ich ja mit dem iPhone. Da nehme ich am liebsten die eingebaute App. Und ja, mit der GoPro funktioniert das natürlich sowieso nicht. Ja, da muss ich dann nochmal schauen, wie die genau richtig eingebaut werden soll, wie sie sich das vorstellen. Ja, so geht das. Ich habe jetzt gesehen, es geht auch einfacher. Man kann die Halterung einfach in den Horizontalmodus drehen und die GoPro so einspannen. Wenn man nicht gerade Motocross fährt oder so, sollte das so auch halten. Und wenn man den Mod-Knopf dreimal nacheinander drückt, schaltet es zwischen Selfie und Normalmodus um. Jetzt hat es funktioniert. So, jetzt habe ich das wohl auch noch rausgefunden. So wäre das mit der Adapterplatte wohl gedacht. Selfie-Modus und normaler Filmmodus. So, was ich noch zeigen wollte, was etwas blöd ist, ist, um das Ding auszubalancieren, muss man ja eben diesen Arm hier verlängern.
Aber wenn man das Ding dann wieder versorgen will, muss man das wieder lösen und wieder zusammenschieben. Das schaffe ich nicht mit deiner Hand. So, sonst bringt man das nicht mehr in diese Position und kann es nicht versorgen. Gut, jetzt zeige ich euch noch, wie schlecht das Wetter heute war und sage ansonsten mal Tschüss.